Hallo, mein Name ist Slawomir Elsner. Ich bin im Museum Wiesbaden, wo gegenwärtig meine Ausstellung läuft, Präzision und Unschärfe, bis 6. März 2022, zu der ich Sie herzlich einlade. Es werden verschiedene Werkgruppen zu sehen sein, manche noch aus meiner Studienzeit, also aus verschiedenen Schaffensperioden. Es sind nur Arbeiten auf Papier, Zeichnungen und Aquarelle, die auch aus verschiedenen Zeiten sind, wo man vielleicht auch entdecken kann, wie sich eine Zeichnung verändert hat im Laufe der Zeit und wie sich auch das Aquarell bei mir verändert hat im Laufe der Zeit. Den Schwerpunkt bilden großformatige Aquarelle, die aus der Serie Just Watercolors sind, wo es eigentlich rein um das Aquarell geht, die keine sinnhafte Bedeutung haben, die man aber beim Betrachten sich heranziehen kann im Vergleichen vielleicht zu anderen früheren Werken von anderen Künstlern, die aber nicht auf Aquarell waren oder nicht Aquarelle sind. Es gibt Zeichnungen nach Vorlagen von alten Meistern oder Bildern, die man kennt, die in unserem kollektiven Gedächtnis sind. Es gibt aber auch Zeichnungen, die nach keinen Vorlagen sind, beziehungsweise nach Vorlagen sind, die Sie vielleicht an etwas erinnern von heute. Ja, somit würde ich mich freuen, Sie hier zu begrüßen oder auch in meiner Abwesenheit sich die Ausstellung anzuschauen. Vielen Dank. Hallo, hinter mir sind 4 Aquarelle aus der Werkgruppe Just Watercolors. Es sind 2 der größten, die ich bis jetzt gemacht habe. Die Höhe ist 2,20 Meter mal 1,68 Meter. Das Grüne ist ein besonderes, weil es nämlich mit den Restfarben, mit meinen Restbeständen von dem Schweinfurter Grün gemacht ist, welches mittlerweile verboten ist als Farbe. Diese können Sie aber übrigens hier im Museum in der Sammlung im Farboktagon sehen. Daneben ist ein anderes Grün, welches sich der Farbe annähert. Es ist dunkler, weil es eine andere Farbe ist, aber es sind auch mehrere Schichten noch auf diesem. Hier könnte man die Schichten zählen, theoretisch von oben nach unten gestaffelt. Darunter ist noch ein Rosé. Demgegenüber hängen 2 Blaus, welches die gleichen Farben sind, jedoch einmal etwa 30 bis 35 Schichten bei dem Großen. Bei dem anderen handelt es sich, ich schätze mal, um 50 bis 60. Und diese finde ich selber besonders schön, weil als ich sie gemacht habe, parallel, hatte ich immer das Gefühl, es ist, das eine ist die Abenddämmerung, das andere ist das Tageslicht, was sie natürlich beide nicht sind. Es handelt sich nur um Farbe. Hier haben wir 2 Zeichnungen, die ich mit Buntstiften bzw. Farbstiften zeichne, die beide nach alten Meistern sind. Das eine ist nach Rembrandt, das andere ist nach Albrecht Dürer. Der Unterschied bei denen ist nur, dass dieser Erscheinungsgrad der Unschärfe different ist. Also hier sehen wir in der gleichen Technik wie hier auch, nur noch das Licht und den Schatten bzw. die dunklen Stellen. Wir erkennen keine Figur mehr. Wir erahnen sie vielleicht, wenn wir den Titel lesen, während wir hier eine Figur deutlich sehen können, vielleicht sie nicht erkennen, aber das Bild erkennen wir, wenn wir es in unserem kollektiven Gedächtnis haben. Es ist ein sehr berühmtes Bild von Albrecht Dürer. Es ist ein Selbstporträt, das erste, was er geschaffen hat in jungen Jahren. Wenn man nah dran kommt, sieht man dann, dass es genauso gezeichnet ist wie dieses, mit scharfen, präzisen Strichen.